Herzlich willkommen in der Session von Now2Go Meets Foam zum Thema Traumareanimation. Ich hoffe, ich bin jetzt gut zu verstehen und werde in den kommenden Minuten zum Thema Traumareanimation zusammen mit dem Michael Stanley berichten dürfen. Michael Stanley ist euch vielen bestimmt aus das Foam mit verschiedenen Beiträgen bekannt, und Michael und ich kennen uns aus dem Bereich der Offshore-Rettung, wo wir viel zum Thema Reanimation unter schwierigen Umständen, Reanimation unter besonderen Umständen und auch zur Traumareanimation diskutiert und an Ideen und Konzepten gemeinsam entwickelt haben. Ich darf vielleicht euch zunächst mitnehmen nochmal auf die Frage, warum reden wir über das Thema Traumareanimation überhaupt, und warum sollte es uns alle, die in der Notfallmedizin tätig sind, beschäftigen? 60% der Menschen, die heute nach einem Trauma versterben, versterben in der Präklinik oder in der prähospitalen Phase. Warum ist das so? Wir haben in den letzten Jahrzehnten in erheblichem Maße Anstrengungen unternommen, die allesamt dazu geführt haben, dass die Traumaversorgung sich erheblich verbessert hat. Wir haben Kursformate wie ETC, ATLS, PHTLS, ITLS eingeführt, um eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln und insgesamt unsere Abläufe in den Schockräumen unserer Kliniken erheblich standardisiert und verbessert. Traumaspirale, Fast-Sonografie eingeführt, aber natürlich auch in der Unfallprävention viel getan. Wenn wir uns aber anschauen, wem diese Verbesserungen zugute gekommen sind, so sind es mehr oder weniger überwiegend Patientinnen und Patienten, die überhaupt das Krankenhaus erreicht haben. Denn alle Daten, auf die die wissenschaftliche Fokussierung dieser Qualitätsverbesserung gesetzt hat, sind die Registerdaten, die uns im großen Teil zur Verfügung stehen dafür, und die setzen insbesondere dort ein, wo Patienten das Krankenhaus erreichen, und blenden oft aus all diejenigen, die bereits in der Präklinik verstorben sind. Wenn wir uns das insgesamt also anschauen, so ist es so, dass die Präklinik gewissermaßen eine Blackbox darstellt, und vielleicht fragt sich methodisch der eine oder andere, was der QR-Code oben in der Ecke soll. Ich habe euch eine gute Arbeit von der Global Burden Disease Study angehängt, und immer da, wo auf den folgenden Folien Studien oder Quellen zitiert sind, sind solche QR-Codes oben in den Slides angegeben, sodass, wenn ihr einen Snapshot macht oder mit eurem Smartphone auf dem Bildschirm zeigt, dort direkt verlinkt werdet zu der entsprechenden Literaturangabe. Sind die 60%, die also versterben, alle schicksalshaft? Ist die Kombination aus Trauma und Reanimation gleich nicht mit dem Leben vereinbar, wie hier der PKW, der zwischen zwei großen LKWs eingeklemmt wird? Oft war es in der Vergangenheit und teilweise auch heute noch so, dass wenn Kolleginnen und Kollegen in der Präklinik insbesondere auf besonders schwerwiegende Verletzungen treffen oder auf besonders desaströse Verletzungs- und Unfallsmechanismen treffen, dass frühzeitig Versuch, diese Menschen zu retten, aufgegeben wurde, weil eben das Ausmaß als so schwerwiegend angesehen wurde, dass man gesagt hat, das kann man gar nicht überleben, das ist doch völlig unrealistisch. Gleichzeitig haben die letzten Jahre einige Arbeiten gezeigt, dass möglicherweise das Überleben nach Trauma viel besser ist, als es bisher angenommen wurde. So konnte das Deutsche Reanimationsregister für Daten von 2000 bis 2017 zeigen, dass mindestens 10% 24 Stunden Überleben nach Traumareanimation über alle eingeschlossenen Daten festzustellen war. Und das, obwohl festgestellt wurde, dass die durchgeführten Maßnahmen alles andere als suffizient oder umfänglich im Sinne der Leitlinien empfohlenen Therapie zu sein schienen. Des Weiteren zeigen Daten von Zwingmann et al. Von 2016, dass offenbar die Patientinnen und Patienten, die in der Präklinik reanimiert werden, eine besonders gute Überlebenswahrscheinlichkeit haben. Und 32% der Patientinnen und Patienten, die in der Präklinik überleben, auch 24 Stunden später noch gelebt haben. Demgegenüber nur 26% der Patientinnen und Patienten, die im Schockraum reanimationspflichtig waren, überlebt haben. Und die schlechtesten Überlebenswahrscheinlichkeiten bei den Patientinnen und Patienten festzustellen waren, die unter Reanimation aus der Präklinik in die Klinik verbracht wurden und dort noch reanimiert werden mussten.
Das heißt, offenbar ist die Präklinik ein ganz entscheidender Schlüssel für die Wahrscheinlichkeit für das Überleben von Patientinnen und Patienten nach Traumareanimation. Warum ist das so? Wir alle wissen, dass wir an dem Unfallereignis selbst in der Regel nichts tun können und dass, wenn ein Unfallmechanismus eintritt, eine imaginäre Uhr läuft, in der wir es schaffen müssen, die Patientin oder den Patienten zu retten. Wir alle wissen auch, dass meistens die Ressourcen, umso eher wir zeitlich an dem Unfallereignis anliegen, sehr limitiert sind und dass die Kompetenz, die zur Verfügung steht, möglicherweise auch sehr begrenzt ist. Anfangs vielleicht nur ein Rettungshelfer oder Augenzeuge am Unfallereignis, dann vielleicht ein First-Responder-Fahrzeug, ein RTW, ein NAF, vielleicht ein Hubschrauber. Und irgendwann, wenn der Patient in die Klinik verbracht wird, kommt ein Schockraumteam, hinzugezogene Rufdienste etc. Und so steigt sowohl die Ressourcen als auch die Kompetenz über die Zeit an. Gleichzeitig wissen wir auch, dass die Effektivität von Maßnahmen deutlich abnimmt und dass sich die Physiologie des Patienten natürlich mit Krankenhaustüren nicht ändert, sodass alleinig das Verbringen des Patienten ins Krankenhaus diesen noch nicht rettet und wir insbesondere dann, wenn es um besonders dramatische und kurzfristige Zustandsbilder wie ein Herzstillstand, eine Hypoxie oder auch ein Spannungspneumothorax geht, es dem Patienten gar nichts hilft, wenn der Emeritus an der Krankenhaustür wartet und dort sozusagen mit aller Kompetenz und Ressourcen zur Verfügung steht, wenn eben Erstmaßnahmen in der Präklinik diesbezüglich gar nicht unternommen wird. Gleiches gilt für die Hypovolemie und auch die Perikardtamponade. Das heißt, wenn wir über Traumaletalität sprechen, ist die Präklinik der Hotspot des Versterbens und der Hotspot dessen, um den wir uns kümmern müssen, wenn wir diese Blackbox der 60% der Traumatoten in irgendeiner Form adressieren wollen und versuchen wollen, den einen oder anderen von diesen vermeintlich eben nicht schicksalshaften Toten doch zu retten. Wir wissen auch aus den Daten der Rechtsmedizin in Berlin, die sehr eindrücklich gezeigt haben, dass 90% der potenziell vermeidbaren Traumatodesfälle präklinisch sich ereignen und die präklinische Phase betreffen, sodass wir offenbar in der Verbesserung dessen, was wir als Notfallmedizinerinnen und Notfallmediziner in diesem Land tun, noch einiges unternehmen müssen, um die Traumaversorgungsqualität insgesamt deutlich zu verbessern und vielleicht an das klinische Niveau anzugliedern, so wie es in den vergangenen Jahrzehnten dort ja bereits sehr erfolgreich gelungen ist. Der ein oder andere mag vielleicht jetzt sagen, dass Traumareanimation ein Kolibri ist und vielleicht im Alltag gar nicht vorkommt. Das Reanimationsregister konnte letztes Jahr zeigen, dass in etwa 3% aller Reanimationen eine traumatische Ursache ursächlich für den Kreislaufstillstand ist. Und wenn man das übersetzt in Zahlen, beispielsweise für die Stadt Berlin, so ist es so, dass wir hier bei 25 notarztbesetzten Rettungsmitteln im Tagdienst etwa 2 bis 3 Traumareanimationen pro Woche haben. Also durchaus, was im Gesamteinsatzkontext selten ist, doch im Alltag vorkommt und etwas ist, was völlig unbenommen der Frage, ob es in der Großstadt Berlin oder in der Provinz in einem kleinen ländlichen Rettungsdienst sich ereignen kann, Dinge sind, die immer wieder vorkommen. Warum habe ich hier einen Handball dargestellt? Vielleicht an dieser Stelle ein Fallbeispiel eingestreut, was mir besonders eindrücklich in Erinnerung geblieben ist. Ein guter, befreundeter Kollege ist im bodengebundenen Rettungsdienst im vergangenen Jahr unterwegs gewesen und war in der Raucherpause vor dem Krankenhaus und wartete auf den Folgeeinsatz, als ein RTW auf den Hof kam, der einen Patienten bei einem Handballspiel eingesammelt hatte, der dort im Strafraum gefoult und mit dem Ellbogen einen Schlag vor die Brust bekommen hatte. Thoraxprellung war das Alarmstichwort gewesen. Bei Eintreffen einen Patienten vorgefunden, der wach ansprechbar, etwas blass, etwas tachypnösch, Thoraxdruckschmerz, aber ansonsten völlig unauffällig gewesen war. Und der dann bei der längeren Fahrt von 20 Minuten zu dem nächsten Krankenhaus plötzlich in einen Arrest gegangen ist. Im Schockraum bei Eintreffen im Krankenhaus ist dann sehr schnell eine Perikardtamponade festgestellt worden. Und obwohl im mentalen Modell der Beteiligten allen klar war, dass das Trauma ursächlich war, ist der Patient, weil sich niemand zugetraut hat, etwas zu unternehmen, letztendlich an eben jener dieser verstorben.
Jetzt kann man sich auf den Standpunkt stellen und sagen, das war schicksalshaft und das ist als Unfallmechanismus sicher eine Rarität. Nichtsdestotrotz, ich erzähle die Anekdote deshalb, dass es eben nicht nur in irgendwelchen Banlieues von Paris oder in London oder in den USA zu Trauma-Reanimation kommt, sondern überall und jeden von uns in der Notfallmedizin im Schockraum oder in der Präklinik treffen kann. Steigen wir ein in das Szenario. Wir haben einen Alarm, Notfall, Notarzt, Bewusstseinstrübung nach Stichverletzung, männlich, 35 Jahre, offenbar ein Suizidversuch, als ursächlich und eine Anfahrt von 7 Minuten. Und während wir mit Blaulicht die Wache verlassen, fragen wir uns, was ist eigentlich das Ziel? Wir erinnern uns dran, bei der Trauma-Reanimation mehr denn je. Wie sowieso bei Reanimationen ist die Behebung reversibler Ursachen das oberste und prioritäre Ziel, an dem wir ansetzen müssen. Das heißt, wir haben im Kopf, ganz wichtig ist, schnell die Ursache für die Reanimation zu finden. Und wenn wir sagen, es ist eine Stichverletzung, dann möglicherweise eine traumatische Ursache. Also die Ursache eben für den Kreislaufstillstand ist wichtig zu finden. Was müssen wir also tun? Wir wissen, Reanimation ist Drücken und Pusten, aber was, wenn das nicht reicht? Wie geht es weiter? Und wir erinnern uns auch noch, dass die Atemwegssicherung ein wichtiger Teil der Reanimation ist, nicht als Selbstzweck, sondern zur Oxygenierung und Ventilation. Das heißt, Atemwegsmanagement, das können wir, das machen wir häufig in der Notfallmedizin, das nehmen wir uns vor. Wir wissen auch, dass Volumensubstitution beim traumatischen Arrest wichtig ist. Wir erinnern uns, dass es wichtig ist, Zugänge im Bereich der oberen Extremitäten oder des Halses zu legen, dass, falls Stichverletzungen im Bauch oder Becken oder Leiste sind, im oberen Kreislaufgeschehen überhaupt was ankommt. Wir wissen, dass die Entlastung von möglicherweise einem Spannungspneumothorax entscheidend ist. Und bei stumpfen Traumata möglicherweise auch andere Blutstillungsmaßnahmen wie ein Beckengurt anzulegen ist. Die ERC-Leitlinie hat sich zur Reanimation 2015 erstmals mit einem eigenen Algorithmus aufgestellt und seitdem ist die Traumareanimation dort unter besonderen Umständen als eine ganz eigene Entität mit einem eigenen Vorgehen aufgeführt und der dargestellte Algorithmus hier in der Folie ist nicht der aus der Originalpublikation. Ich zeige ihn extra, weil es inzwischen dazu eine Erratung gibt, in dem die Maßnahmen, die bei der deutschen Übersetzung noch etwas falsch übersetzt waren, korrigiert wurden. Und will in den kommenden Slides so ein bisschen einsteigen, was ist die Idee eigentlich dahinter? Was heißt denn die reversiblen Ursachen beheben? War es das mit den Haars und Hits? Nein. Bei der Traumareanimation ist es etwas einfacher und es ist die Hypoxie, der Spannungspneumothorax, die Perikardtamponade und die Hypovolemie, die wir bei der Traumareanimation spezifisch adressieren sollen und müssen. Diese 4 Ursachen sind wichtig im Kopf zu behalten, um in der hochkomplexen Situation mit dem großen Stress fokussiert, gleichwertig zu der Herzdruckmassage und den normalen Reanimationsanstrengungen entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt, was sollen wir tun? Massive äußere Blutung kontrollieren, wir sollen Atemwegssicherung, die Oxygenierung maximieren und wir sollen bilaterale Thoraxdekompression durchführen. Was heißt das? Das heißt nicht Thoraxdrainage, sondern die Leitlinie sagt ganz explizit, das ist ausreichend, erstmal Löcher zu machen. Keine Nadeldekompression, sondern explizit wie bei der Anlage einer Thoraxdrainage in Bülow-Position die Thoraces beidseits in jedem Fall völlig unbenommen vom Auskultationsbefund zu entlasten. Aber eben Löcher reichen und die zeitaufwendigere Maßnahme des Einlegens einer Drainage, des Festnähens, Anklebens, Sichern etc. kann bis zum Erreichen des Kreislaufs erstmal unterbleiben. Was sollen wir weiter tun? Wir sollen eine Entlastung einer Perikardtamponade durchführen und eine chirurgische Blutungskontrolle der proximalen Aorta vornehmen. Das klingt martialisch und macht verschiedenen Menschen, die sich erstmals mit dem Thema beschäftigen, einschließlich mir selber, natürlich Angst und die fragt sich, wie soll das denn im Detail durchführen und reichen nicht vielleicht einfachere Maßnahmen? Was heißt Entlastung? Heißt Entlastung
Gleich Punktion, reicht es nicht mit einer Nadel möglicherweise eine Prädikatpunktion durchzuführen? Und ich darf auf dieses wunderbar anschauliche Video von Medicals auf Twitter verweisen, die gezeigt haben, warum eine Punktion im Alltag bei einer Traumareanimation anders als beim Perikarderguss aus anderen Ursachen nicht funktionieren wird, weil das Blut in der Regel in kürzester Zeit koaguliert und der Koagel selbst eine Konsistenz hat, der Kreislauf komprimierend durchführt und entsprechend so keinsterweise eine adäquate Entlastung werden durchführen können. Der Algorithmus der Leitlinie sagt, es gibt 4 E's und eben diese 4 E's wollen Michael und ich in den kommenden Minuten nochmal verstärkt in den Fokus rücken. 4 E's, die wir in Erwägung ziehen sollen, wenn wir uns fragen, sollen wir eine Perikard-Tamponade entlasten, sollen wir eine Klemmschildthorakotomie durchführen. Das erste E steht für Elapsed Time, also Zeit, die vergangen ist, und zwar nicht seit dem Alarm, nicht seit dem Kreislaufstillstand, nicht seit Beginn der Reanimation, sondern seit den letzten Lebenszeichen. Hierbei müssen wir uns nochmal veranschaulichen, was sind denn letzte Lebenszeichen? Wir sind auf sichere Todeszeichen seit dem IMPP getrimmt und jeder von uns weiß, was sichere Todeszeichen sind. Aber Lebenszeichen in diesem Kontext sind durchaus nochmal etwas anderes. Und hier geht es explizit darum, um jede elektrische Aktivität im EKG, jede Atmungsaktivität inklusive Schnappatmung, jede Spontanbewegung, jede Herzaktivität, die möglicherweise in einer Sonografie festgestellt werden kann. Das zweite E ist die Expertise. Haben wir einen Plan, wie wir eine Thorakotomie durchführen könnten und sollten? Und hier sei darauf verwiesen, dass es inzwischen eine ganze Reihe an Kursformaten gibt, die entsprechendes vermitteln, angefangen vom Intech Advanced Kurs in Heidelberg, TERT Kurs, Maxim Kurs in Berlin und eine ganze Reihe anderer Kurse auch im Ausland, die durchgeführt werden kann, wo ich die Skills und das Teamzusammenspiel entsprechend durchführen kann. Ich hoffe, ich bin noch zu hören und zu sehen. Habe ich die Ausrüstung, die ich brauche, um entsprechend Maßnahme durchführen zu können, angefangen vielleicht von einem sehr komfortablen Kit mit allen möglichen Bestandteilen, aber im Zweifelsfall reicht mir auch ein Skalpell und eine stabile Schere, die möglicherweise heute schon auf jedem RTW in der Republik zu finden sein dürfte. Und das vierte E, befinde ich mich in einer Umgebung, einem Environment, in dem ich die Möglichkeit habe, eine Thorakotomie durchzuführen, ohne dass ich selbst in Gefahr gerate, weil vielleicht die Unfallstelle nicht sicher ist, weil ich in Gefahr gerate, dass ich vielleicht den Patienten am Unfallort rette, aber keine Möglichkeit habe, den Patienten von dort in ein Traumazentrum zu verbringen oder ein Traumazentrum habe, in dem ich einen entsprechenden Patienten übergeben kann. Environment bedeutet auch, dass ich vielleicht eine Regelungsumgebung habe, in der es SOPs, in der es Regelungen gibt, die mir das Gefühl vermitteln, dass wenn ich eine solch maximal invasive Maßnahme, eine solch seltene Maßnahme tue, entsprechend sicher agieren kann und das Backup der Systemverantwortlichen in meinem Krankenhaus oder in meinem Rettungsdienst habe, wenn ich das entsprechend durchführe. In den kleinen Piktogrammen dargestellt, die SOPs, die wir zu diesem Thema Traumareanimation und Klemmschildthorakotomie hier in Berlin für den Rettungsdienst eingeführt haben, als Beispiel aufgeführt. Und auch das ist Environment, die Frage, wie werden denn solche maximal invasiven Maßnahmen hier in meinem Rettungsdienstbereich mit gemonitort? Und hier sei darauf verwiesen, dass wir im letzten Jahr eingeführt haben, ein neues Format zusammen mit der Rechtsmedizin, wo wir alle im Rettungsdienst verstorbenen Toten, die obduziert wurden, gemeinsam besprechen und insbesondere Traumareanimationen uns im Detail anschauen, ob die fachgerecht durchgeführt wurden, ob es Dinge gibt, die wir verbessern müssen und wo wir in der Organisationsverantwortung sind, Dinge besser nach vorne zu bringen. Also Hypoxie, Spannungspneumothorax, Perikardtamponade und Hypovolemie, die Dinge, die wir adressieren müssen. Und hier sei an das Akronym von Justus Wolf, auch aus der Foam-Szene, von das Foam sehr bekannt erinnert, der gesagt hat, merkt euch Shots, Spannungspneumothorax entlasten,
H für Hypovolemie, Blutung stoppen, Oxygenierung, Atemweg, Ventilation, T für Tamponade entlasten und das letzte S für schnell weg im Sinne von Transportstrategie, wo kann ich hin? Kann man all das überleben? Ich habe zusammen mit verschiedenen Kollegen einen der Fälle, den ich erlebt habe, entsprechend publiziert im Unfallchirurgen Open Access als ein Beispiel dafür. Und ich habe mich vor allem auch bemüht zu zeigen, dass es sich dabei nicht um Einzelfälle handelt, sondern in einem weiteren Review, was gerade im März diesen Jahres erschienen ist, in dem wir uns sämtliche international publizierten, präklinisch durchgeführten Thorakotomien angeschaut haben und zeigen konnten, dass eine präklinische Thorakotomie nicht nur sicher und erfolgreich durchführbar ist, sondern dass sie 12% der Menschen überleben und von diesen 75% mit einem guten neurologischen Outcome. Eindrücklich auch in dem Review ausgearbeitet, dass der größte Teil der Menschen, die erstmals eine präklinische Thorakotomie durchführen, noch nie vorher eine durchgeführt haben, der meiste Anteil von ihnen Nichtchirurgen ist und dass auch von diesen im Rahmen der Notfallmedizin Notfallthorakotomie als eine Maßnahme entlang der 4E ist sicher durchführbar und erlernbar ist. Und so will ich mit den Kernbotschaften an Michael übergeben, die meines Erachtens in diesem Kontext lauten: Traumareanimation ist kein Todesurteil, sondern hat gute Chancen auf Erfolg, wenn man insbesondere die Basics konsequent und schnell macht. Leitlinien: entsprechende Traumareanimation erfordert, dass insbesondere die Basics richtig gemacht werden, damit wir von diesen 90% potenziell vermeidbaren Todesfällen in der Präklinik wegkommen. Notfallthorakotomie dann, wenn die 4Es zutreffen. Und damit übergebe ich an Michael, 4Es dabei keine individuelle oder auch systematische Entschuldigung sind, sondern sie sind vielmehr Auftrag an uns Notfallmedizinerinnen und Notfallmediziner, als Einzelner in der Behandlung gegenüber den Patienten, aber auch in der Organisationsverantwortung in unserem Zuständigkeitsbereich zu regeln, wie sieht denn eine leitliniengerechte Traumareanimation bei uns aus, wie ist die zu organisieren, wie ist das Equipment, wie ist die Expertise, wie sieht mein Environment aus, in dem Kolleginnen und Kollegen oder ich selbst diese Maßnahme sicher und im Sinne des Patienten durchführen kann. Vielen Dank und die Frage an Michael. Diese 4Es, was bedeutet das eigentlich in der Praxis und warum sind sie so wichtig? Janosch, vielen Dank für deinen Teil des Vortrags. Die QR-Code-Idee, finde ich, ist auch die wahrscheinlich die beste Lösung, wenn man Studien in einer Präsentation nennen oder als Quelle angeben möchte. Das wird es bei mir nicht geben. Ich möchte nochmal auf die 4Es. Moment. So, auf die 4Es zu sprechen kommen. Und zwar einmal zum E-Environment. Da hat Janosch ein kleines bisschen schon was zu gesagt. In den ERC-Leitlinien steht dazu relativ knapp, dass der ideale Ort für die Clamshell-Thorakotomie der OP-Saal ist. Das ist natürlich ein bisschen fernab von der Realität, denn die allerwenigsten Patienten werden erst im Krankenhaus erschossen oder erstochen. Und deswegen muss man sich natürlich überlegen, wo man diese Maßnahme durchführt. Und ein wichtiger Aspekt ist, dass man aber schon 360 Grad Zugriff auf den Thorax braucht. Das heißt, entweder man macht es irgendwo im Reihen oder dort wo, oder meinetwegen in einer großen Wohnung, einem großen Zimmer oder aber im RTW. Hier habe ich mal beispielhaft einen RTW gezeigt, der relativ viel Platz bietet. In einem handelsüblichen RTH wird der Platz sicherlich zu gering sein, um da gut arbeiten zu können und das durchführen zu können. Environment, da hängt aber auch mit dran, wo ist denn der Einsatzort und damit verbunden ist, wie bekommt man denn jetzt die Expertise, die es möglicherweise im Rettungsdienstbereich gibt, und das Equipment, also sprich das notwendige Material, rechtzeitig, also innerhalb eines Zeitfensters, dass die Elapsed Time nicht zu weit her ist, zum Patienten. Und das ist etwas, was man klar sagen muss, egal wie gut das Team vor Ort ist, egal, wie gut trainiert die sind, was für tolles Material die haben. London Hems hat zum Beispiel alles, was sie für eine Notfallthorakotomie benötigen,
tragen der Notarzt und der Paramedic am Mann direkt, dass sie quasi direkt aus ihren Taschen starten können. Aber egal, wie gut das alles läuft, wenn die Disposition nicht funktioniert und wenn nicht erkannt wird, dass es eine potenzielle Traumareanimationssituation ist, dann wird eben auch dieses hochqualifizierte Team zum Hypertonus geschickt und nicht zur Traumarea. Und dann funktioniert das Ganze natürlich nicht. Also auch das ist Teil des Es und das ist sicherlich auch ein Auftrag an das System und an die vielen ärztlichen Leiter Rettungsdienst in Deutschland. Und dann muss man noch sagen, ein Punkt, den ich unter E verstehe, der aber unter Expertise genannt wird, das ist ein Satz aus der Leitlinie und im Englischen heißt der: These teams must operate under a robust governance framework. Und in der offiziellen deutschen Übersetzung der ERC-Leitlinie wurde das übersetzt mit: Teams müssen unter strukturierten Rahmenbedingungen arbeiten. Ich bin Muttersprachler Englisch und ich empfinde diese Übersetzung nicht als ideal. Eigentlich müsste der Satz heißen: Teams müssen unter robusten Steuerungsstrukturen arbeiten oder unter strengen Regelungsstrukturen. Also ein Governance Framework ist immer auch etwas, was Einfluss nimmt und Kontrolle ausübt. Das ist nicht einfach nur eine Struktur. Und das ist auf jeden Fall auch für mein Verständnis unter Environment zu verstehen, dass also sozusagen die Umgebung, in der das gemacht wird, nicht nur physikalisch eine Umgebung ist, sondern auch eine Umgebung ist, wo eben eine Struktur etabliert ist und wo Kontrolle etabliert ist. Und dazu gehört, Janosch hat es schon gezeigt, auf jeden Fall im Verständnis vieler und auch in meinem Verständnis eine SOP. Eine Standard Operating Procedure. Und da wollte ich einmal drüber sprechen, was ist eigentlich eine Standard Operating Procedure? Und häufig findet man, also SOPs haben ja, oder Standardarbeitsanweisungen haben ja sehr viel Beachtung erfahren, seitdem der Notfallsanitäter in Deutschland eingeführt wurde. Und Land auf, Land unter gibt es nun SOP-Sammlungen verschiedenster Art, auch verschiedenster Qualität und Ausführlichkeit. Aber im Großen und Ganzen sehen sie häufig irgendwie so aus. Ich habe jetzt bewusst keine echten SOPs genommen, um Copyright und Ähnliches nicht zu verletzen. Aber im Großen und Ganzen wird ja ein Problem geschildert, eine Lösung vorgeschlagen und dann sind Entscheidungswege offen. Das ist ja häufig die Form der SOPs, die es heutzutage gibt. Und man verzeiht mir vielleicht ein bisschen meinen Zynismus, als ich diese SOP erstellt habe. Das ist keine SOP. Was wir hier sehen, ist ein Baumdiagramm und egal wie schön man den ausschmückt, es bleibt ein Baumdiagramm und wird in den allermeisten Fällen nicht dem Anspruch einer SOP gerecht werden können. Ein Baumdiagramm kann natürlich hervorragend Abläufe, die in einer SOP beschrieben sind, nochmal grafisch darstellen und vereinfacht darstellen. Ein Baumdiagramm an sich wird wahrscheinlich nicht ausreichen, um den Auftrag einer SOP gerecht zu werden. Und dann gibt es noch etwas anderes, was manchmal verwendet wird. Das sind Checklisten. Ich persönlich bin ein großer Fan von Checklisten. Links sieht man eine aus Australien für die präklinische Intubation von Polytraumata. Rechts sieht man das Gesprächsprotokoll für ein Arzt-zu-Arzt-Gespräch beim Sekundärtransport vom Rettungsdienst, für den ich arbeite, von der Luftrettung, für die ich arbeite. Und rechts sieht man, dass sozusagen das natürlich parallel mit ausgefüllt wird, aber dass auch immer so kleine Merkhelfen in Grau mit hinterlegt sind. Genau das ist eine Checkliste. Eine Checkliste ist eine Merkhilfe für Profis. Es ist keine Bedienungsanleitung, es ist kein Kochrezept für Laien und es kann auch keine SOP sein. Eine Checkliste kann natürlich Inhalte einer SOP darstellen und zur Verfügung stehen, um zu verhindern, dass man etwas Wichtiges vergisst. Aber eine Checkliste an sich ist ebenfalls keine SOP. So, was ist denn jetzt eine SOP oder was ist eine gute SOP? Und um das zu beantworten, glaube ich, muss man einmal kurz überlegen, was im Allgemeinen unser Handeln definiert und steuert. Also was in Notfallsituationen, die wir nun regelhaft standardmäßig erleben im Rettungsdienst,
Was ist denn eigentlich, welche Faktoren haben Einfluss auf unser Handeln? Auf unser Handeln hat natürlich Einfluss oder hoffentlich Einfluss die aktuellen Leitlinien. Die Leitlinienempfehlungen sind nicht immer 100% up to date. Wir wissen, die IAC-Leitlinien kommen alle 5 Jahre raus. Inzwischen haben sich auch dazu bewegt, häufigere kleine Updates herauszugeben. Es gibt natürlich auf AWMS auch einige Leitlinien, die schon sehr oft abgelaufen sind und immer wieder nur verlängert werden. Das ist die eine Schwierigkeit. Die andere Schwierigkeit ist, dass gerade in der Präklinik oder in der Notfallmedizin so viele Leitlinien potenziell eine Rolle spielen könnten, dass es sicherlich schwierig ist, allumfassend alle Leitlinienempfehlungen, die relevant werden könnten, zu kennen. Wir reden ja jetzt relativ speziell um die Traumareanimation und selbst da ist, wenn man auf die Feinheiten achtet, wie Janusz schon gesagt hat, dass man eben die Venen punktiert, die körperstammnah sind, die nicht in den Beinen sind und so weiter, all diese Dinge mit beachtet und mit bedenkt, dann wird das schon relativ viel Information. Es gibt natürlich Gesetze und Verordnungen und in diesen Rahmen sollten wir uns bewegen mit unseren Handlungen, das ist, glaube ich, auch klar. Aber auch da kann es tatsächlich schwierig werden, wenn man überlegt, wie ist das Psychkrankengesetz im jeweiligen Bundesland. Das gibt es ja mehr als einmal, Gott sei Dank, in Deutschland. Wie sind die jeweils Krankenhausgesetze? Und selbst das BGB, das es nur einmal gibt, kann ja je nach Problem, mit dem wir uns gerade auseinandersetzen in der Präklinik, ganz schön viele Fragen aufwerfen. Aber im Rahmen der Gesetze und Verordnungen müssen wir uns natürlich bewegen. Und wie ist die aktuelle Evidenz? Gerade weil Leitlinien nicht immer up-to-date sein können, ist es ja häufig so, dass sich motivierte Notfallmediziner eben über die Leitlinienempfehlung hinweg mit den aktuellen Daten auseinandersetzen. Allerdings ist es sicherlich unvorstellbar, dass man zu allen Problemen und allen Themen immer die aktuelle Evidenz kennen kann. So, all das beeinflusst unser Handeln. Und dann natürlich Dinge wie Krankenhauslandschaft, Vorgaben des Arbeitgebers und auch der Ausbildungs- und Trainingsstand. Und zwar einmal von mir oder von der Person in Frage, aber auch von den Leuten drumherum. Also wenn man zum Beispiel als einziger Notarzt an eine Einsatzstelle kommt, wo sonst nur Laienhelfer sind, ist es fraglich, ob es zielführend ist, eine Intubationsnarkose vorzubereiten und durchzuführen, wenn man der Einzige ist, der weiß, was da gerade passiert. Also auch der Ausbildungs- und Trainingsstand aller anderen spielt natürlich eine Rolle. Und all das müssen wir eben bewerten und überlegen, ob das für unsere Handlung, wie viel Einfluss das hat und wie unsere Handlung sich dadurch verändert. Allein schon bei den Leitlinienempfehlungen wird es ja gemein, wenn man die ERC-Empfehlungen nimmt, dann gibt es ja andere STEMI-Kriterien, als wenn man die ISC-Empfehlungen nimmt und wenn man dann sich anguckt, was die aktuelle Evidenz sagt oder was zum Beispiel in der Foam-Welt kommentiert wird und diskutiert wird, sogenannte Occlusive Myocardial Infarctions, also OMIs und NOMIs, dann sind das ganz schön viele Dinge, über die man nachdenken muss, während man da ein akutes Koronarsyndrom versorgt. Und Ganze ist also ein kleines bisschen wie eine Art Dschungel. Und die Vorstellung, dass man da seinen eigenen Weg durch den Dschungel jedes Mal neu sich hacken muss und durchkämpfen muss, ist nicht nur mühselig, sondern bietet auch viel Potenzial für kleinere und größere Fehler, falsche Abzweigungen und Ähnliches. Und eine gute SOP ist eben genauso wie dieser Pfad durch den Dschungel. Man kann sicherlich Expertise in gewissen Bereichen erlangen und natürlich auch Routine, aber man wird sicherlich niemals den ganzen Dschungel als Experte durchschreiten können. Dafür ist das Themenfeld, in dem wir uns bewegen, viel zu groß. Wenn man überlegt, dass das von der Unfallchirurgie über die Neurologie und Neurochirurgie, über innere Kardiologie, Nephrologie, Endokrinologie, HNO, Gyn, Viszeralchirurgie, Augen, MKG und so weiter. All diese Dinge werden wir in der Notfallmedizin kennenlernen und all diese Dinge müssen wir irgendwie bestreiten, all diese Themenkomplexe. Und pädiatrische Notfälle habe ich ja noch gar nicht angesprochen.
Das heißt, die Vorstellung, dass wir uns selber für jedes Problem immer den eigenen Weg erarbeiten, ist wahrscheinlich nicht realistisch. Und mehr noch, es verbraucht, während wir das versuchen, wahnsinnig viel Prozessorleistung bei uns. Und gerade dann, wenn Zeit ein wichtiger Faktor ist in der Versorgung, dann brauchen wir diese Prozessorleistung für andere Dinge, nämlich für die Kommunikation, für Struktur. Und deswegen ist so ein definierter Pfad durch den Dschungel, also eine SOP, die all diese Dinge schon vorher bedacht hat, wahnsinnig hilfreich und so wichtig. Alle kennen den Weg. Das heißt auch, dass alle wissen, was als nächstes kommt. Das macht es dem Team möglich, auch vorausschauend zu arbeiten. Und nicht nur eine Person, die dann sozusagen die anderen hinterherziehen muss, sondern alle wissen, was als nächstes kommt. Das heißt auch, dass wenn man mal auf der Leitung steht und gerade nicht weiter weiß als Teamleiter, dass dann die anderen sozusagen einspringen können und ohne große Probleme die nächsten Schritte kennen und ansagen können. Es bedeutet auch, dass alle eine Abweichung erkennen. Das erhöht natürlich die Patientensicherheit, weil man, wenn man unachtsam ist oder eben gerade einen Denkfehler hat und von diesem Weg abweicht, alle anderen sagen, hey, jetzt weichst du gerade vom Weg ab, ist das wirklich, was du machen willst? Und das ist aus meiner Sicht ein großer Gewinn für die Patientensicherheit. Es ist so, dass wir in der Präklinik auch häufig in sogenannten Ad-Hoc-Teams zusammenarbeiten. Das heißt Teams, die sich untereinander nicht unbedingt kennen. Und hier ist es so, dass eben eine klar definierte SOP die Möglichkeit schafft, dass neue, die in dieses Team integriert werden müssen, also das NEF, das eintrifft, oder das RTW, das eintrifft, oder auch ein zweiter RTW, der eintrifft, dass die eben sich sehr schnell integrieren können in das Geschehen und direkt wissen, wo sozusagen das Team steht und wie jetzt der Weg weitergehen soll. Und dieser definierte Weg zeigt eben auch, was sich der Rettungsdienstbereich, was sich der Arbeitgeber wünscht. Und das gibt natürlich auch den Mitarbeitenden eine Sicherheit, denn sie wissen, wenn sie das tun, was gewünscht ist, dass sie sozusagen im richtigen Rahmen handeln. Wer Janoschs Fallschilderung kennt von seiner ersten präklinischen Klemmschildthorakotomie, wird sich hoffentlich genauso gut wie ich daran erinnern können, mit wie viel Zweifel und Unsicherheit Janosch geplagt war. Nicht nur, ob das sozusagen medizinisch richtig war, sondern vor allem auch, wie das wahrgenommen wird, diese Maßnahme von dem Kollegenkreis, also vom ärztlichen Leiter, von den Ärzten in der aufnehmenden Klinik und so weiter. Und wenn aber definiert ist, dass das der Weg ist, den man gehen soll, dann ist auch klar, dass das nicht in Frage gestellt wird, wenn man diesen Weg richtig gegangen ist. Und das ist, was eine gute SOP bietet. Einen sicheren Weg durch den Dschungel, der eben alle Punkte schon vorher sich durchdacht hat, die man sich jetzt nicht mehr, mit denen man sich jetzt nicht mehr auseinandersetzen muss. Das bedeutet auch weniger Individualismus. Und das ist sicherlich für Leute, die sich schon zu sehr vielen Notfallbildern mit ihrer Erfahrung sehr viele gute Lösungsstrategien überlegt haben, auch ein Wermutstropfen. Denn der eigene Lösungsweg ist meistens der, den man präferiert gegenüber einem vorgegebenen. Aber ich darf vielleicht ein Beispiel bringen. Ein Thoraxchirurg wird vielleicht sagen, er möchte lieber die anterolaterale Thorakotomie durchführen, weil er das aus der Klinik häufiger gewohnt ist. Und deswegen ist das für ihn der vermeintlich bessere Weg. Wenn er das aber jetzt in einem System durchsetzt, wo die SOP klar die Klemmschildthorakotomie vorsieht, dann wird das natürlich dazu führen, dass der Rest des Teams sein Vorgehen nicht kennt, dementsprechend weniger assistieren kann, weniger vorausschauen kann, es vielleicht auch schwieriger hat zu assistieren, weil zum Beispiel die Aorta abklemmen manuell deutlich schwieriger sein kann durch die kleinere Öffnung. Verletzungen der Lunge werden möglicherweise nicht oder kaum gesehen, gerade der rechten Lunge. Und auch die Arbeit am Herzen ist natürlich deutlich schwieriger. Und während das vielleicht für den einen Thoraxchirurgen dann eine bekanntere Maßnahme ist, wird das für den Rest des Teams etwas sein, was für sie ein Stressfaktor ist und gar dazu führt, dass die Versorgung darunter leidet. Da gibt es auch gute Zahlen aus Seattle, aus der internistisch, sage ich mal, aus der internistischen Standardreanimation, die feststellen, immer wenn sie neue Leitlinienempfehlungen umsetzen, haben sie einen kurzen, kleinen Dip in der Qualität ihrer Reanimationsbemühungen, während die Leute sich noch an die neue Empfehlung gewöhnen. Das heißt, es macht Sinn, vom Individualismus Abstand zu nehmen, in den allermeisten Fällen, wenn die SOP gut ist.
Also, Evidenz, Empfehlung, lokale Umstände, Gesetze und Verordnung, all das wird in der SOP berücksichtigt und sie versucht, möglichst simpel und universal zu sein. Sie muss aus meiner Sicht in den allermeisten Fällen in Schriftform, das heißt in Sätzen und Stichworten, niedergeschrieben sein. Und die SOP bietet den Weg, der möglichst handlungsorientiert ist und dabei sehr viele Variablen schon bedacht hat, sodass wir die in der Notfallsituation nicht mehr bedenken müssen. Lokale Umstände werden da natürlich mit beachtet und deswegen kann es aus meiner Sicht nicht eine SOP für Deutschland geben, sondern deswegen muss es pro Notfallbild und pro Organisationsbereich eigene SOPs geben. Denn es ist natürlich abhängig davon, welchen Ausbildungsstand hat das Personal, wo ist welches Material eingesetzt und verlastet und wie ist auch die Alarmierungs- und Ausrückeordnung. All diese Dinge spielen damit eine Rolle. Wenn wir also jetzt sprechen davon, dass wir ein Robust Governance Framework haben, dann ist eine gute SOP haben der erste Schritt. Zu dieser SOP gehört aber auch ein Konzept drumherum. Und zwar muss es natürlich Training geben. Die SOPs müssen trainiert werden. Und diese Trainings müssen auch Erfolgskontrollen haben. Das ist ja etwas, was nicht so gern gehört wird. Aber ein Training ist ja kein Selbstzweck. Und das heißt, wenn man trainiert, um ein gewisses Leistungsniveau zu erreichen oder aber eine gewisse Handlungskompetenz zu erreichen, dann muss natürlich auch geprüft werden, ob das erreicht wurde. Ansonsten drückt man ja im Dunkeln. Drückt man im Dunkeln. Fischt man im Dunkeln. Fischt man im Trüben. Und deswegen ist es so wichtig, dass eben auch geprüft wird, ob das Training Erfolg hatte. Nicht auch mit dem Ziel, dann Leute zu bestrafen, die vielleicht mehr Training bedürfen, sondern eben um zu identifizieren, dass entweder das Training verändert werden muss oder aber einfach intensiviert werden muss. Die Einsatzauswertung, da hat Janosch ja schon sehr Beeindruckendes zu gesagt, die Einsatzauswertung muss erfolgen in dem Sinne, dass Einsatzprotokolle ausgewertet werden, auch Krankenhausdiagnosen ausgewertet werden, Leitstellendaten und natürlich, wenn es möglich ist, auch aus der Pathologie Daten genutzt werden. Und zwar einmal, um zu gucken, ob die SOPs der Aufgabe gerecht werden, also sprich, ob man die SOPs vielleicht verändern muss, ob man das Training verändern muss, um bessere Resultate zu bekommen. Aber es gehört auch Überwachung dazu, um zu gucken, ob die SOPs eingehalten werden. Und das ist vielleicht der bitterste Tropfen des heutigen Tages. Es funktioniert nicht so. Eine SOP ist nicht einfach nur ein Vorschlag und jeder, der eine bessere Idee hat, kann dann mal seine bessere Idee anwenden, sondern eine SOP, eben weil, wenn sie gut gemacht ist, sie sich so viele Gedanken vorher schon gemacht hat und wahrscheinlich deswegen in den allermeisten Fällen den besten Weg bietet, eben deshalb muss sie dann auch eingehalten werden. Natürlich wird es ab und zu mal Abweichungen geben. Aber wenn es häufige Abweichungen von der SOP gibt, dann gibt es genau zwei Optionen. Entweder die SOP ist nicht so gut wie gedacht, dann muss die SOP geändert werden. Oder wenn man geprüft hat und die SOP ist so gut wie gedacht und so gut wie gewollt, dann muss das Verhalten der Person geändert werden. Denn es bringt nichts, SOPs zu haben, an die sich keiner hält. Dann hat man natürlich auch keinen gemeinsamen Pfad durch den Dschungel, sondern dann hat man nur eine Landkarte, wo drauf steht, wie es gehen soll, und dann machen trotzdem alle ihr eigenes Ding. Und das, so bitter es ist und so ungern viele Leute das hören, weil sie sich eben eigene Lösungsstrategien zurechtgelegt haben, das führt nicht oder ist nicht das, was man unter ein Robust Governance Framework bezeichnen kann. So, das heißt, Standard Operating Procedures erhöhen die Sicherheit für den Patienten, aber auch für das Personal. Sie bilden außerdem dadurch einen Erwartungshorizont und das Personal weiß, was von einem erwartet wird. Und sie sind aus meiner Sicht notwendig als Teil einer eines Strict Governance Frameworks. Checklisten und Baumdiagramme finde ich beide sehr gut und sehr wichtig und sie können natürlich Teil von SOPs sein. Sie sind aber in sich meistens nicht ausreichend, um eine SOP darzustellen. Die SOPs, die es gibt, müssen unbedingt trainiert werden. Es muss ausgewertet werden, wie gut sie funktionieren und wie gut sie eingehalten werden. Da gehört ein Steuerungssystem dazu. Das sagt ja auch die Leitlinie, zumindest auf Englisch sagt sie das. Und genauso wie in der Standardreanimation erkannt wurde, dass es nicht nur um die einzelnen Bemühungen geht, sondern dass das ganze System
da ausgerichtet sein muss, um Leben zu retten. Genauso ist es eben auch bei der Traumareanimation. Es bringt nichts, wenn man den einzelnen Notarzt mit seinen Rippenspreizern und einem scharfen Skalpell und einer Raptor zur Einsatzstelle bringt, sondern es muss ein System drumherum geben. Es muss der richtige Patient identifiziert werden. Es muss nach oder hinterlegt sein, wo welches Material vorgehalten wird. Es muss das richtige Material rechtzeitig an die Einsatzstelle mit der richtigen Expertise. Und es muss eben in einem System passieren, wo es eine SOP gibt oder mehrere SOPs gibt. Es muss in einem System passieren, wo geguckt wird, wie gut diese SOPs funktionieren und wo eine ständige Verbesserung stattfindet. Also auch bei der Traumareanimation. It takes a system to save a life. Das war's von mir. Ja, Michael, vielen, vielen Dank für den tollen Vortrag. Also gerade deine Unterscheidung zwischen Baumdiagramm und SOP und Algorithmus finde ich sehr, sehr wichtig, weil man da doch immer wieder erlebt, dass es da, dass die Leute ein Baumdiagramm doch als Algorithmus beziehungsweise als fertige SOP ansehen. Ich fand eure beiden Vorträge großartig. Es wurden ganz, ganz viele Fragen gestellt. Ich habe mal versucht, die wichtigsten Fragen herauszufischen, damit wir die Zeit nicht komplett reißen. Das heißt, jeder, dessen Frage nicht gestellt hat, bitte nicht traurig sein. Genau. So, nächstes Mal, vielleicht könnt ihr beide, Janosch und Michael, euch einigen, wer dann jeweils auf die Frage antwortet, dann ist das vielleicht leichter. Die erste Frage ist, ist die Traumarea ausreichend aus eurer Sicht ausreichend in den aktuellen Kurskonzepten, also PHTLS und so weiter, abgebildet oder müssen die Kurskonzepte dann nacharbeiten? Was sagt ihr dazu? Janosch? Ja, also ich zwei Antworten, vielleicht du zuerst, dann ich. Ja, ich mache es auch kurz. Die aktuellen Traumakonzepte, also ich durfte zumindest einige besuchen und auch in einem unterrichten, die haben ein deutlich basaleres Ziel, und zwar tatsächlich das strukturierte, prioritätenorientierte Abarbeiten von den dringlichen Notfällen. Und ich weiß, dass die Traumareanimation auch angesprochen wird und kurz besprochen wird, findet aber in diesen Kursen eben nicht viel Platz, und das finde ich auch in Ordnung, weil das Ziel ein anderes ist. Und zumindest meine Erfahrung ist, dass wir mit diesem anderen Ziel auch schon gute Arbeit leisten können und schon viel Verbesserung erreichen können. Janosch. Ja, ich würde auch sagen, also die bisherigen Traumaformate, die adressieren das Thema Traumareanimation nicht adäquat genug, genauso wenig wie die klassischen Reanimationskurse. Und das ist genau die Tragödie, dass es ein Stück weit da in ein Loch fällt, dass es alle so ein bisschen machen, aber sich keiner dem Thema insgesamt annimmt, sodass es so ist, dass mit dem Flickenteppich an Bildungsangeboten, also von Skilltraining, Notfalltorakotomie über Reanimationstraining in einem Kursformat, über Traumaversorgung in einem Kursformat, ich mir zwar natürlich einige Dinge zusammenstellen kann, das ist aber ein fokussiertes und vor allem auch regional angepasstes Format nicht ersetzt. Und da liegt, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Wir müssen uns, egal ob im Krankenhaus oder in der Präklinik, Zeit nehmen, Reanimation, insbesondere auch Traumareanimation zu üben. Dabei ist es gar nicht so entscheidend, dass wir irgendwelche super teuren Simulatoren haben oder Leichen oder Schweine, sondern dass wir die Abläufe und die Systematik, das Zusammenspiel, das Wording, die Sprache trainieren. Und da ist sicher noch ein großes Potenzial, bestehende Kursformate weiterzuentwickeln oder auch neue regionale. So, jetzt ist bei mir Janosch irgendwie weg. Bei mir auch. Ja. Ich kann nicht die Gelegenheit nutzen und sagen, alle Fragen, die hier jetzt keinen Platz finden, ihr seht hier unsere Twitter-Handle und auch unsere E-Mail-Adressen. Und ich weiß, ich spreche auch für Janosch, dass wir da sehr gerne auch in den Dialog oder gar in den Diskurs gehen. Also alles, was hier keinen Platz findet, gerne auf Twitter oder auch sonst wie mit uns aufnehmen.
Janosch, bist du wieder bei uns oder? Genau, ich bin da. Ich weiß nicht, was zu hören war. Also vielleicht in aller Kürze, bestehende Kursformate sind ein guter Ansatz, aber bilden die Traumareanimation unzureichend ab, sowohl Reanimationskurse als auch Traumakurse. Und es bedarf eigentlich der Weiterentwicklung dieser Kursformate als auch ja, neuer regionaler Übungsformen, um eben Traumareanimation angepasst auf die regionalen Strukturen vernünftig im Team gemeinsam zu trainieren. Und dabei kommt es weniger darauf an, perfekte Bedingungen zu haben. Also man braucht nicht keine Leichen, man braucht keine Schweine, sondern es geht ganz explizit darum, mit ganz einfachen Methoden die gemeinsame Sprache, das gemeinsame Vorgehen, das Wording miteinander in Simulation zu erüben, um dazu eine Basis zu kommen, die eine vernünftige systematische Umsetzung von Trauma-Reanimationen, egal ob im Schockraum oder in der Präklinik, möglich macht. Ja, vielen Dank. Vielleicht gleich, weil es in den Kontext passt, die SOPs, die ihr in Berlin habt, sind die, also über Traumarea, sind die an Ärzte gerichtet oder auch an das Rettungsdienstpersonal? Wir unterscheiden bei unseren SOPs nie zwischen Ärzten oder in Anführungsstrichen Nicht-Ärzten beziehungsweise rettungsdienstlichem Fachpersonal. Wir sehen uns als Team und so sind die SOPs explizit für das gesamte Einsatzpersonal und bilden eben sowohl Maßnahmen ab, die am Ende überwiegend von Notärzten durchgeführt werden, als auch umgekehrter Maßnahmen, damit alle in dem gleichen mentalen Modell sind, wenn es darum geht, irgendetwas durchzuführen. Die SOPs sind übrigens umsonst und auf den Internetseiten der Feuerwehr auch Open Access abrufbar. Ja, perfekt. Dann kam noch die Frage auf, wie ihr den Stellenwert von POCUS oder einer Fast-Sonographie im Rahmen der Trauma-Reanimation seht. Janosch. Ja, grundsätzlich ist POCUS eine ganz wichtige und super Sache im Bereich der Traumareanimation, etwas, was mir nichts weiterhilft. Ich habe in der Regel bei der Traumareanimation sowieso das Problem, dass ich ja eine Überforderung in Bezug auf Ressourcen und Zeit habe, sodass das Einzige, was mir bleibt, eigentlich durch das Beheben potenziell reversibler Ursachen immer im Sinne eines Ausschlusses voranzukommen. Und genau so ist also auch gemäß der ERC-Leitlinie das Vorgehen, wo die Indikationsstellung, die per POCUS beispielsweise für eine Thorakotomie trotz allem zeitaufwendig ist, mir nur wichtige Ressourcen im Bereich der Elapsed Time Cloud und deshalb an dieser Stelle mir nicht weiterhilft, wenngleich natürlich an ganz vielen anderen Stellen der Notfallmedizin sehr wichtig ist und noch mehr wünschenswert wäre, als es heute bisher die Praxis ist. Ja, vielen Dank. Michael, wen siehst du in der Pflicht, die SOPs zu erstellen? Ist das Aufgabe des ärztlichen Leiter Rettungsdienstes oder wie wird das aus deiner Sicht, wer muss da ran? Ist eine super Frage und ich muss dazu sagen, der ärztliche Leiter Rettungsdienst ist auf jeden Fall mit in der Pflicht, da ja er auch am Ende mit verantwortet, was gemacht wird, zumindest bei den rechtlich tatsächlich bei den Notfallsanitätern, immer dann, wenn es diese berühmten Freigaben gibt. Und auch sonst verantwortet er ja das Handeln aller anderen, wenn er das festlegt. Insofern muss er natürlich beteiligt sein. Aus meiner Sicht macht es die Berliner Feuerwehr genau richtig vor. Und zwar hat die einen Stab Rettungsdienst, in dem viele Notfallsanitäter und Notärzte, aber auch andere Berufsgruppen drin sind und die sich sozusagen gemeinschaftlich den Themen des Rettungsdienstes annehmen. Ich halte es für vermessen anzunehmen, dass ein ärztlicher Leiter das alleine kann. Weder, weil er immer alle Aspekte mit auf dem Schirm haben wird, also nie wird eine Einzelperson das können, aber auch, weil ja häufig ein ärztlicher Leiter Rettungsdienst eine 50%-Stelle bei einem Kreis hat und das wird der Aufgabe nicht gerecht. Ich glaube, da muss ganz klar der Trend dahin auch, dass dieser Kopf, sage ich mal, der rettungsdienstliche, qualitätssichernde Kopf muss größer werden. Da müssen auch die Ansprüche sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch verändert werden. Und natürlich auch ganz klar die Bezahlung. Also ich weiß ja, dass auch ärztliche Leiter Rettungsdienst in der Regel nicht reich werden mit ihrem Job. Und aus meiner Sicht muss es einen Stab geben, wie auch immer man den jetzt nennt, der sich mit solchen Dingen befasst, da ja auch gerade die Evidenzlage sich häufig verändert
Und auch das muss beachtet werden und muss eben genau überlegt werden, ob man jetzt aufgrund einer einzelnen Studie eine SOP verändert oder nicht, weil eben die Veränderung einer SOP auch immer Unsicherheit schafft. Und möglicherweise ist der größere Nutzen am Ende tatsächlich sozusagen die Evidenz zu akzeptieren, aber nicht sofort die SOP zu ändern. Mhm. Aber all diese Dinge müssen eben überlegt werden und das in einem Gremium, das größer ist als eine Person auf jeden Fall. Und meiner Meinung nach müsste es auch mehr als drei Personen sein. Und das, jetzt werde ich ein kleines bisschen berufspolitisch, aber das ist auch etwas, was natürlich eher zu bewerkstelligen ist, wenn man größere Organisationsstrukturen hat. Also sprich, wenn nicht jeder einzelne Kreis für sich kämpft und wenn nicht jeder einzelne Rettungsdienstanbieter für sich kämpft. Mhm. Janosch, eine kurze Frage an dich. Würdest du Kammerflimmern im Rahmen einer Traumareanimation als Lebenszeichen werten, weil auf deinem Folien stand elektrische Aktivität? Ja, würde ich als Lebenszeichen werten. Natürlich ist das alles frei von irgendeiner robusten Evidenz, aber so zumindest alle dem, was an internationaler Literatur publiziert ist, als Zeichen nahe zuletzt stattgehabter Vitalität im Bereich des Myokards. Deswegen, ja. Okay. Als letzte Anmerkung, wir wollen ja auch die Kritik, die genannt wird, offen ansprechen. Janosch, du hattest Nazelbeutel als Volumensubstitution auf deinen Folien abgebildet. Das haben mehrere kommentiert, dass das ja nicht mehr der Evidenz entspricht. Ja, ich hab schon auch in diversen Direktmessages einen großen Shitstorm bekommen. Also Entschuldigung an alle Teilnehmer, da war die Ironie der Folie weniger klar herausgebracht als gemeint. Also der Standard-Approach, der da dargestellt wurde in diesen teilweise doch anachronistischen Vorgehensweisen, sollte deutlich machen zu sagen, natürlich ist weder Nudelwasser noch eine Notfallintubation ohne moderne Hilfsmittel wie Bougie oder ein Videolaryngoskop in diesen dramatischen Situationen ein adäquater Approach und sollte mehr zum Ausdruck bringen, dass das, was heute an Basics ist, dass selbst wenn es das gemacht wird, oft falsch gemacht wird und dass wir völlig unbenommen des Themas Notfallthorakotomie schon bei diesen einfachen Maßnahmen der Traumareanimation ein unglaublicher Nachholbedarf in der Qualität flächendeckend in Deutschland haben, der sicher der erste Schritt ist und auf dem dann weitere invasivere Maßnahmen aufsetzen, die gleichermaßen wichtig sind. Gut, und dann als allerletzte Frage zu diesen Vorträgen, damit wir auch weiterkommen. Warum ist aus eurer Sicht wichtig für, wie Janosch ja gesagt hat, 3% der Reanimationen einen solchen Schulungsaufwand beim Personal zu tätigen? Warum lohnt sich das? Wenn wir uns angucken, dass letztendlich die größte Anzahl der Menschen, die das betrifft, junge Menschen mitten im Leben sind, dann ist sowohl das individuelle Schicksal als auch die ganzen Kollateralschäden in dem Umfeld des Betroffenen, aber auch volkswirtschaftlich so immens, dass es sich einfach lohnt, für diese Menschen zu kämpfen. Das soll jetzt keine Abwägung von Gütern, von anderen medizinischen Situationen sein, aber wir haben da eine sehr, sehr kleine Gruppe, für die große Chancen hat, das zu überleben. Und wenn sie es überleben, in einem guten Zustand hat, zu überleben. Deshalb lohnt es sich einfach, an dieser Stelle zu kämpfen. Und ich bin am Ende des Tages überzeugt, dass es hier nicht um ein Gegeneinander gegenüber anderen medizinischen Trainings oder Maßnahmen hat, die wichtig sind, sondern dass man sagt, insbesondere auch hier ist entsprechender Nachholbedarf. Ja, vielen, vielen Dank, Janosch. Vielleicht darf ich noch eine Sache ergänzen. Aus meiner Sicht ist es auch eben unfair, Profis sozusagen mit ihren Gedanken alleine zu lassen und bei diesen Notfallbildern alleine zu lassen, sondern eben genau der Punkt, wenn die Erwartungshaltung oder der Erwartungshorizont klar ist und man auch Handwerk hat und Möglichkeit hat, den richtigen Patientengruppen zu helfen, dann ist das auch sozusagen für die Psychohygiene aus meiner Sicht extrem wichtig, weil man dann eben nicht nur sagt, ja gut, das bringt ja eh alles nichts. Also solange man noch nicht resigniert hat, will man ja dem Patienten helfen. Und das wäre ein weiterer Baustein, dem Patienten zu helfen. Michael, das ist ein tolles Schlusswort.
Vielen, vielen Dank an das Forum und die Berliner Feuerwehr und natürlich an euch beide in Person. Das waren großartige Vorträge.